Servus. Liebe Damen und Herren, ich bin Jammer Kautz, zu David Deutz David und das ist mein fettes Freund, das Name ist Samuel. Und wir begrüßen euch ganz herzlich an einer neuen Folge von Let's Play Inkompetenz-Simulator Super Mario Party. David beweist Inkompetenz. So wird's aus. Mal schauen. Ich nehme Würfel, der hat drei Möglichkeiten auf dem Einser. Ja, ich nehme natürlich nämlich Ichis Würfel. Ein Würfel. Aber mit den anderen kommt doch eh mehr als ein Einser bei raus, aber okay. Nicht bedingt. Wir werden sehen, was bei rauskommt hier. Würfel mal. Oder hätte ich jetzt den komischen Schlüssel nehmen? Keine Ahnung. Oh, ich hab's nur eine 1. Ja, eine 6 ist gut. Und eine 8. Doch, 8 passt doch bei mir. 8 passt. Nein, passt genau nicht. Oder? Doch, ich hab eine Theorie. Jetzt haben wir eins hier. Und dann. Musst du auf die Kehrtwende machen. Stopp. David, dreh in die Richtung. Ja, jetzt. Wieder zu dir. Wieder nach unten. Es geht nicht direkt so. Nein, doch, es gibt solche Vierecke einfach. So geht's. Ja, nochmal. Bullshit, nicht schon wieder. Die haben's versaut. Die kleinen Missgeburten. Oh, fuck, wieso, Alter? Heimlich. Still und heimlich, wo warst du? Okay. Moment, nein, das bekommen wir hin. Das ist. Mathematik ist Logik. Sagt ein Typ mit einer Mathe, das ist aber ja, ist trotzdem so. Nee, ich bin da dumm. Wir gehen hier so Party. Ey, nein, das bekommen wir jetzt hin. Das kann nicht sein. Das ist hier aber nicht. Mario. Ja, aber halt's Maul. Ich will auf die Gebäude sanieren und Straße reparieren. Fuck, Mann, das geht nicht! Scheiß drauf. Was ist denn belastet? Aber sag ich dir mal, es ist mal passiert, dass die Mädels hier reißen, macht's ja eh nix. Und was machst du hier toll? Ich auch so gesehen, so eine Welt hier. Ich mach mir die Leute frei. Ich belaste gleichzeitig toll. Rosalina. Rosalina Belastung wurde eingeleitet. Belastung wurde eingeleitet. Ja, moin! Klassische Belastungsstörung. Daisy macht gleich mit bei dem Humbug. Passbonus! Mario! Und Daisy wird sie es schaffen, oder. Was? Was? Dumm. Ja, sie ist dumm. Nee, Daisy, die geht komplett weg. Ach nee, die war kurz vor dem Stern, aber geht weg. War auch gleich 10 Münzen. Okay. Also, okay, jetzt weiß ich, wie ich die komische Kontrolle halten muss. Oh, der war noch nicht mal was. Ich hab was wieder drauf gedrückt. Gewonnen. Ah, wir haben 83, die haben 38. Zufall, ich glaube nicht. Ach du Scheiße, wir müssen gleichzeitig. Los. Wir haben ein viel schnelleres Warum kannst du nix? Warum wir zu sechs sind? So einfach ist das. Ja, so schnell ist das für die alle. Los, paddeln, gleichzeitig. Go. Aber Mario. Scheiße. Du musst. Ey, stopp, Mario. Mario. Ich krieg jetzt einen Fuck.
Wir gewinnen aber, weil wir so viele sind. Nicht wegen Skill oder so. Das ist ja immer schon fair eigentlich. Skill wäre irgendwie noch vertragbar. Irgendwann beim anderen Spiel war es auch schon so. Oh Gott. Die Armen. Vor allem hätte ich es wirklich auf eine Seite gepackt und die beiden Mädels auf die anderen. Was hätte ich was nachgeklissen? Also. So ein Mann hier. Wie die einfach nur das dritte war. Du hast drei Runden, diesen Scheiß jetzt rauszufinden. Drei Runden. Jetzt halt die Party wollen sagen, dass Team Rosalina gewinnen wird. Ich ja, wird Wetten sagen, Team. Natürlich. Liegt für 70% bei Nein, sagen wir 80%. Was? Die muss jemand gewinnen? Was soll ich eigentlich nicht mehr verdienen? Ja? Steine, Alter. Ah, die bekommen jetzt Verbündetenbonus, oder wie? Ach, ruf einen Verbündeten zur Hilfe. Ach so. Ja, gut. Es ist, macht doch so ein Spiel, das ist nicht mehr abgepumpt. Ja, ja, ja. Easy. Und zwar ist es wirklich, die crabben wir uns alle. Ja. Und Geld haben wir ja genug. Ja, okay, da gibt es noch die Ultrapass-Felder. Die sieht man, glaube ich, erst im Nachhinein. Oder sieht man die jetzt kurz? Ne, sieht man im Nachhinein. Gut, irgendwie müssen wir uns zu der... Und wir holen jetzt die Pizza, ist geil. Der Würfel von der meines halt, also... Er wiggelt bei dir. So, mal schauen, ob es... Oh nein! Mal schauen, ob wir jetzt Glück haben. Ja! Nein, ich hab den Würfel, egal, ich probier's nochmal. Ich muss eine ungerade Zahl haben. Nehmen wir einen Giftpilz? Noch nicht. Die sind eh so arm dran. Wir sind keine ganz krassen Assis. Machen wir in der vorletzten Runde. Wollen wir. Okay. Ich muss eine ungerade Zahl haben am Ende, sonst bin ich wieder am Ass. Nee, du musst eine. Ja. Du... Ja. Ah, komm schon! Nicht dieselbe Kacke wieder. Doch, mach mal, mach mal, mach mal. Nein, aber. Du hast so viel, du kannst rausgehen. Ich wollte auch gerade sagen. Wenn ich nicht so dumm wäre, ist alles wieder rumgegangen zu machen. Mit. Hilfe, ich will es hier nicht. Ich finde, da musst du mal komplett zurück. Ja, zurück. Aber. Nein, du gehst wieder vorwärts. Zurück, du Stück. Mach doch gerade. Du siehst hier wieder Pfeiler. Du bist gerade ganz vorgegangen. So, geh zurück, du Stück. Ja, ich verstehe es. Zurück, du Stück. So, jetzt hier. Okay, hinter zu Bowser. Bowser abholen. Ja! Ja. Alles mehr, aber dann geht's. Dann hol ich die Münze. Die da? Shit. Dann geh nochmal komplett raus aus dem Müll. Ich schwör dir, wir machen nicht in den nächsten zwei Episoden. Nein, geh da nicht wieder rein, Junge. Geh nicht mehr in diesen Teufelskreis rein. Stimmt, das Rest ist ein Argument. Nee, das geht geiler. Doch, geh da hin, geh da. Nein, wir machen das, Ja. Nein, ich will jetzt hier... Zu. Ja. Landen wir am Pilz. Zufrieden. Jo. So. Ich darf auch noch. Dann crabben wir das jetzt danach, der nächste Grupa, Runde. Grupa. Ja, hol die alles Stars, ne? Nein. Mach aber Mario. Mach irgendwie so, dass es funktioniert, das kannst du. Ja. Oder auch nicht. Ah, komm. Selbes Problem wie bei mir. dann nein, stopp, dann geh da, Bums. Dann geh aufs Glücksfeld irgendwie. Nein, stopp, David, ich hab eine Idee. Ach Gott. Ich hab die Lösung gefunden. Ich kann nicht mehr zurück. Na, jetzt auch. Dann geh einfach zum Glücksfeld. Mit diesem Funk. Geh, nein, nicht da, sondern am Glücksfeld. Hey, warum nicht? So geht's doch nicht auf.
ich sperre die da unten aus. Machst du das ein Argument? Also für mich ist er schon gut logisch. Ja, Bowser. Bowser ist ganz dufte mit seinen Dingen. Zumindest wenn man die Szene hat. Aber wir brauchen keine normalen Zähne, wir brauchen geschickte Zähne. Flayer-Karte. Oder da kann man Gegner-Items klären. Klau ihn das Verbündeten-Phone. Ja, das machen wir erst im nächsten Part, wenn ich bis dann alles genutzt haben. Alter, sind wir fies. Ja, wie ich hat Peach das Gumpa geholt. Ich hab Peach geholt. Ach so, bin ja dumm. Du wolltest sie haben. Ja, Gott, gut gemacht. Allerdings ein Mädchen in unserem Team. Oh, was er jetzt macht. Hey. Ausgesperrt. Daisy ist ausgesperrt, aber Rosalina ist ein Problem. Ah, nein, die nutzen das leider, schade. Halleluja. Was haben wir denn jetzt hier vorhin? Oh, den fetten Maulwurf. Ganz ehrlich. Gib mir echt ein Glück, Mario, den Maulwurf. Mann, dieser fette Maulwurf. Hey, so schießt es den Würfel nicht. Aber er ist fett. So wie du, das Herz. Alles gut, so. Gleich geht's aufs Maul, ne? Ja. Ja. Aber Mario. Hat am Maul. UF. Was soll, ob die jetzt den Stern hier crabben? Und ah, ja, ist das Mädchen dumm! Die gehen noch beabsichtigt gegen Dummheit weg. Gib mir. Wie dumm sind die eigentlich? Wie dumm sind die? Ich muss jetzt das Alter machen. Ich glaube, das Prinzip nicht verstanden. Wir haben eine Warpbox. Teleportiere ich in die Nähe eines Teampartners. Ja, das heißt, wenn du in der Nähe von Stern bist, kann ich dich teleportieren. Dann kommen wir doppelt so mit Stern abholen. Diebstahl! Aber hallo, das machen wir. Was glauben also, wir das, davon? Ja, das Warp-Dings glauben wir. Ja, Warp-Dings ist besser. Warp-Bums! Ja, Warp-Bums. Aber jetzt haben wir jetzt erstmal Minispiele. Ist eh die vorletzte Runde oder so. Ja. Die drehen sich auseinander, Alter. Oh, Junge! Wir müssen gucken, wie man sich das, in der Nähe eines Teammates teleportieren gemacht werden kann. Weil wenn du dann oben in den Quader gehst und direkt neben dem Feld stehst, wo das Ereignis drauf ist. Ja, was haben wir denn da? Einfach anfangen, ich weiß, wie es geht. Du musst das Ding so hinschieben, dass das Auge Sinn macht. Und ich brauche erst die Bedarfung, was da ist. Komm, wir machen jetzt hier irgendeinen Trash. Nein, wir fangen an, komm, fang mal an. Das ist ja klar, wie es geht. Was haben wir zuerst? Aber Mario. Ja, mal. Guten so, Auge. Linkes Auge. Runter. Ja, jetzt. Da. So. Mach ein bisschen hoch, sorry. Ja. So schlecht ist es. So, was machen die anderen da? Mario der Alien. Digga, sind die irgendwie dumm? Ja, aber richtig. Das ist doch wie unter. Weil das die Mund irgendwo weit nach oben hin machen. Nein, stopp, das war zu weit. Junge, was machen die? Schau dir das an! Was ist denn das? Das ist ein Stich. Das ist das für 60%! Also diesen Aufleister, das ist doch das. Der Auto ist aber überfahren! Ein Klatschen. Also diesen ist. Ah, das war traurig. Also die. Ich spiele gegen Kindergartenkinder gefühlt. Dumme Scheiße. Die laufen halt weg vom Stern, bricht den Kreis und bauen Mario Summer, als ob die noch nie gesehen hätten. 109 Münzen, Alter. Die haben 34. So, also das erste Mal Item einsetzen. Wir klauen uns einen geilen. Geilen Scheiß. Ja, Items. Das da? Ja. Dann klauen wir uns was. Ah, ja, genau ja, das Mann. Richtige. Auf gut Glück. Ja. Wir sind so geil. Yay. Achso, das kommt mir aber nicht mehr ein. Doch, du kannst es, glaube ich. Was? An your mean.
Sag mal, soll ab jetzt das... Das ist die vorletzte Runde. Komm, Alter, ist dem Cooper-Würfel. Ja, okay, mach. Ja doch, wir müssen das Item in dieser Runde ein... Du musst das Item in dieser Runde einsetzen. Du musst das, glaube ich, jetzt einsetzen, oder? Nee, in der letzten, oder? Aber warum, was wissen die Regeln für das Item? Teleportiere dich in die Nähe eines Teampartners. Ich würde es halt erst das nächste Mal nutzen. Ich hab's jetzt eingesetzt. Ich dachte, jetzt? Dann kann er noch auswählen. Oh. Junge. Du bist scheiße. Du hättest beim Sterblem so in der Nähe. Die anderen können. Aber ausgesperrt, die anderen. Das war ganz toll. Und oh nein. Ich bring die um, wenn es jetzt nicht wieder nicht geht. Aber mir geht's jetzt hier. Du Pido. Die Seite am Anfang. Das ist so wie. Also, um mich zu rechtfertigen. Da gibt's nicht so was verdient. Da hast du recht, aber. Shit, boy. Ich kann mal. Bevor ihr so hart seid. Was machst du da für eine Scheiße? Ja, ja, auf gut Glück, ne? Das ist ein Keim, wo das Land ist. Das ist fucking vorletzte Runde. Das ist doch sassigal. You little sassy pants. Oh Gott. Das ist sassigal. Stich, Alter. Nein, das ist ein Wirkliches. Wieder das Problem mit dem Kackhaufen. So doch, dass du das Ding da. Das funktioniert nie. Bullshit. Ja, ja, wir bringen noch ein Item, was wir in der letzten Runde verwenden können. No. Eieiei. Du hast jetzt den Stern. Oh ja, gut. Meiner? Machen das, ich habe zwei mehr als die anderen. Bekommt den verbundenen Bonus Minimum. Und auch den von ihm her. Das wurde so gewonnen. So oder so gewonnen. Die haben sie noch nicht ausgesperrt. Weißt du, ich glaube, ich nenne Part, irgendwie so, Girls Power am Arsch Fragezeichen. Nur Flower Power am Start. Das ist schwindelig. Komm, hol! Das Item! Da gibt's es nämlich nochmal, das heißt, der wurde. Aber das heißt, wir sind beide am selben Ort, ne? Ja. Ah, ich hätte was anderes kriegen müssen, den goldenen Block zum Beispiel. Scheiß drauf. Aber es hat gesagt, du hast ein Item und du hast das gemacht, oder? Warte mal. Sind so krass. Wir werden eh gewinnen, ganz ehrlich. Aber dann sie sind nicht mehr ausgesperrt. Die gibt man gar nichts hier. Aber die Teamkameraden helfen auch wirklich dabei. Mal schauen, ob jetzt irgendwas logisch ist. Das ist die letzte Runde. Erstmal, sie sperrt erstmal ihren Teamkameraden aus. Ja, die allerletzte Runde konnte auch ein kleines Problem werden, aber wer weiß. Man kann in der allerletzten Runde, glaube ich, keinen Stern mehr gönnen. Oder doch, natürlich. Ich denke nicht. Aber der ist doch Bowser Junior. Nur von hinten geht's doch nicht. Eieieiei. Bombenstimme kommt. Ja! Ja! Zu viert, Alter. Zu acht. Ja, was müssen wir machen? Ich hab hier die Steuerung nicht. Gegen Mädchen-Fußballspiel, da können wir nur gewinnen, ja, als Jungs. Wie kannst du Charakter ändern? Wie siehst man? Ah, mit oben. Nein, man ist es selbst quasi. Komm, los geht's. Fangen wir an. Das bekommt man dann so hin, Seifestal. Muss dann nur einfach ein Tor machen. Aber Mario. Und gegen Mädchen gewinnen wir in Fußball, ja? So viel Ehre haben wir. Das sind 8 Leute. Ja, stimmt. Und die sind einfach viel weniger. Ja, nicht mal so viel, aber mindestens einer oder so. Das ist halt richtig. Das unfairste Team. Das heißt auf Fairplay. In der Welt des Fußballs, was ihr gesehen wurde. Pass mit B. Schuss.
Du bist aber scheiße, Mario. Ich hab die weiße Taste gedrückt. Also wenn die gegen uns gewinnen, ich schwör's dir, ich hau dich. Ich hau dich blau. Ich kann nichts dafür. Bist du scheiße, Alter. Ja, es kommt gerade darauf nicht drauf klar. Das Probotorm ist auch gesaft. Ich schwör's dir. Das triggert mich gerade mehr als es sollte. Wenn wir verlieren, ich mach dich alle. Jetzt hat Jan das. Da pustet er noch niemals Stärke. Oh, ach so, 1 zu 0 ist jetzt das erst. She cried like a bitch. Komm, pass zu mir, Jan Kreis. Oh nein. Aber Mario. Pietz, das machst du? Oh, jetzt ja, hat. Die macht ein Tor, wenn du scheiße. Das Mädel macht ein Tor. Nein, ich hab auch eins gesagt. Sag mal, Bowser, wie der so. Der grapscht. Bowser am Grapschen. Also, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Hat richtig gerest, ne? Wir sind fair. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind wir sehr faire Leute. Da wird ja, definitiv. So, last round. So, ich glaube, einen Stern bekommen wir nicht mehr, außer einem Riesenglück. Aber, stopp. Ja, unmöglich ist für uns. Stopp, wir sind nette Leute, wir sind nette Leute. Gift. Ja. Gehen wir Gift, ne? Ja. An wen? An die, weil die ist totum. An Rosalie. Weil sie vom Stern sitzt. Stimmt. Vielleicht bekommt sie ihn anders. Aber wir könnten dir damit auch helfen, fuck. Mit dem Gift, nein. Doch. Ich glaube, bis jetzt noch eine aus oder so. Nein. Wieso helfen? Weil wir drei Felder weniger damit wirft. Ach, scheiß drauf. Das ist aber nur. Können, aber, muss aber nicht. Aber. Wir würfeln jetzt. Nein. Wieso? Wir würfeln. Ja. Ich habe eine Idee. Weißt du? Wie wir ihnen noch alles versauen. Selbst wenn sie einen Stern haben. Einen Stern kriegen wollen. Und zwar. Ganz einfach. Wir gehen auf Versus. Ihr ganzes Geld zum Einsatz. Und schon sind sie pleite, die arme Kinder. Kinder. Das war gemein. Komm, da kommt mir nicht irgendwo runter und ist ne, okay. Mach nee. Nein, das ist behindertes Idee mit Versus. Komm, mach. Doch, nee, das ist eine gute Idee. Mach. Okay. Ich komme nämlich zu Versus. Bleiben. Aber schon wieder durch. Danke dafür, Spiel. Mach. Ja! Ja, moin! Sie werden komplett ausgegleitet. Wie geht das jetzt? Einfach so, dass es auf Gefühl noch funktioniert. Ohne dass er platzt. Ganz wichtig, er darf nicht platzen. Er ist nur größer als die anderen. Alle sind die dumm. Wir haben jetzt schon gewonnen. Ja. Die wenig Blasen. Guck mal, wie ich drücke. Ich hau meinen Kopf auf das Ding. Ja, moin. Die haben sie auch. Alter, die haben ganz genau gleich. Die haben sie abgezogen, Alter. Sie haben kein Geld mehr für einen Stern. Die haben einfach nur noch 6 Münzen. Die haben sie komplett vernichtet. Wir sind richtig nett. Ne? Wir haben einfach die alle bekommen. Ne? Die haben sie komplett vernichtet. Und noch ein Item. Ah, jetzt hättest du das Stand-Item bekommen mit der Box, hätten wir einen anderen Glück gehabt. Egal. So, mal schauen, was die jetzt machen, jetzt am Schluss. Ich hab überhaupt nichts mehr machen. Wir waren wieder im Kreis umdrehen, ne? Wir sind solche Arschgesichter. Ja, in der Turbo-Pilz bringt es auch richtig viel. Ja, aber die Items halt auch benutzen zum Schluss. Wir nehmen die halt richtig auseinander, Alter. Und was gibt nochmal minus 2 Münzen oder so? Wenn du zu pleite bist. Wo gehen die denn hin, Alter? Mach die runter. Achso, sammel noch ein bisschen. Achso, ich sammle noch ein Buch ein.
Aber wir haben immer noch, glaube ich, einen Verbündeten mehr, oder? Shit. LOL. Goldfläschchen Energy Drink. Item konnte ich eh nicht mehr nutzen. Ja. Ich glaube, wir haben gewonnen, ne? Wir werden es sehen. Spannung ist da. Wir haben nicht gewonnen, wir haben vernichtet. Herz am rasten Fleck. Boah, das, Du musst nur dorthin blicken, wo das Herz ist. Fang mal an, ist doch klar, wie es geht. So gut, dass immer dorthin zauen, wo die Bots nicht hinzauen. Nee, sie gucken auch manchmal hin. Das stimmt. Also immer dahin gucken, wo das Herz ist. Ja. Oder was da als Zeta-Symbol. Ja, Herz, genau. Und es gibt mehr Punkte, umso schneller du guckst. Und wer als erstes ist, bekommt am meisten. Wir haben gleich viele. Nee. Ja, verdammt. Nein, scheiße. Verdammt. Oh, 35, lull. Dings, Gumpa fällt aber trotzdem um. Wie steht da eigentlich auf, wenn das mit dem Bein nicht abstürzt, mit dem Arm nicht abstürzen kann? So, alle Runden sind beendet, das, dann ist halt die Ergebnisse zu verkunden. Oh, Digga, wie das spannend hier. Komplette Vernichtung. Das Abenteuer in der Ruine ist beendet. Ein legendärer Wettkampf, an dem man sich noch lange erinnern wird, aber hallo. Wer hat nun gewonnen? Ich bin selbst auch so ein gespannter, richtig, ne? Okay, welche Boni ist denn? Gott, ja, das ist übrigens alles der Boni. Achso, und Gruppenbonus. Und oft gewonnen. Der Bonus geht an, Spieler, die. Ja. Der Bonus geht an. Mario Gumba. Und Daisy. Wieso Daisy? Damit Daisy. Vielleicht damit die wenigstens Trost einen Stern haben. Troststern. Immer haben die einen. Also nicht ganz hart Ehre verloren. Flitzerbonus. Haben auch teilweise wir. Der Flitzerbonus hat die Spieler, die am meisten Fälle gezogen hat. Du. Joa, keine Ahnung. Ja, sicher du. Ja, stimmt. Null. Yeah, yeah. So, wer ist hier auch denn gewonnen? 4 Sterne. War so viel bei uns, das wissen, ja, oder? Ja, und 160 Minuten. Plus 1 Stern. Trommelwirbel. Und... aufgrund der herausragenden Arbeit geht der Sieg an die Mario, was für ein Wunder! Hatte keiner gedacht, komm doch einmal einklatschen hier. Skrumbum. Wir haben jetzt 5 Sterne. Yo. Digga, wir machen das Screenshot. Sie haben 1 Stern und 13 Münzen. Alter, also die waren gut. Sollen wir uns mal die Details an? Also das nennt man Vernichtung, Freunde. Schau dir mal das an, Alter. Also. Wir haben 84 mal eingeklatscht. 234 Münzen verdient. Ich war mit allem besser. Ja. In allen. Oder in der Grafik zu sehen. Wir sind halt oben, die da unten. Ja, moin. Also, Leute, das war's dann mit dem Part von Super Mario Party. Im nächsten geht's weiter. Mit den anderen Spielbrettern, weil die macht mir ja Mr. Delis komplett. Generell. Und ja, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ciao.